Jedes Jahr das gleiche Problem. Was soll ich meinen Lieben zu Weihnachten schenken? Manche haben ihre Geschenke schon Monate im Voraus gekauft, andere rennen noch am 24.12. panisch in die Kaufhäuser, um auf den letzten Drücker etwas Passendes zu ergattern. Um genau dieses Szenario zu verhindern, haben unsere charmanten Frings on Air-Reporterin Rabea und Karima sich in der Bonner City schlau gemacht, was dieses Jahr der Trend ist. Beim Christkind wünsche ich mir ein Feenschloss. Vom Christkind wünsche ich mir ein Playmobil-Krankenhaus. Punkt, Ball. Ich wünsche mir vom Christkind einen Schulranzen. So, wir nehmen jetzt den Bus nach Bonn, um ein paar Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Für wen brauchst du eigentlich noch ein Geschenk, Rabea? Ich brauche noch ein Geschenk für meinen kleinen Bruder, der ist jetzt 8. Und ich würde dann am liebsten mal zu Puppenkönig gehen. Also ich brauche noch ein Geschenk für meine Eltern, aber da finden wir bestimmt auch was. Guck mal, da kommt doch schon unser Bus. Wir sind jetzt in Bonn gerade angekommen und ich würde sagen, wir machen uns jetzt gleich mal auf den Weg. Zu Puppenkönig, ja. Wir sind jetzt gerade in Puppenkönig hineingegangen. Vielleicht finde ich hier auch ein Geschenk für meine Eltern. Ich habe gehört, hier gibt es auch einige Geschenke für Erwachsene. Wir fragen am besten mal nach. Hallo, ich habe gehört, Sie haben auch Geschenke für Erwachsene. Hätten Sie denn da ein Geschenk für meinen Vater, was Sie mir empfehlen können? Gerade die Rennbahnen und Modelleisenbahnen sind klassisch Geschenk fürs Kind ab 36. Das ist eben nicht nur mehr Kinderspielzeug. Ja, das klingt ja alles sehr gut. Da kann ich ja auch für meinen Vater was von kaufen. Am besten gehen wir dann jetzt mal runter zu den Spielsachen. Ah, da hinten ist eine Verkäuferin, die kann uns bestimmt beraten. Ich wollte fragen, ich habe einen kleinen Bruder, der ist 8, was Sie mir da empfehlen würden, was ich dem am besten schenke. Ja, in welche Richtung geht er denn? Möchten Sie ein Spiel haben? Lego wäre eben halt interessant. Ansonsten sind im Moment die Star Wars Sachen, Figuren, sonstiges Zubehör sehr interessant. Mhm. Wir haben auf der zweiten Etage oben kleine Experimentierkästen, so etwas in dieser Richtung, wo er eben halt selber was machen kann. Das wäre eben halt etwas. Es gibt auch Puzzle, wenn der Junge gerne puzzelt, wäre auch eine Alternative. Okay, vielen Dank. Ja, bitteschön. So, wir sind jetzt raus aus dem Puppenkönig und gehen jetzt über die Sternenstraße. Hier gibt es einige Parfümerien, da finden wir vielleicht ein Geschenk für meine Mutter. Wie wäre es denn, wenn wir mal zu Lush dort hinten gehen? Ich war da letztens, die machen so handgemachte Kosmetik und Seifen, das hat doch sehr gut gerochen alles. Ja, das klingt ganz gut. Am besten gehen wir einfach mal rein und fragen nach, ob sie uns was empfehlen können. Hallo, hätten Sie eine Geschenkidee für meine Mutter? Klar. Also guck mal, wenn sie gern badet, wir haben zum Beispiel Badekugeln mit Glitzer, ohne Glitzer, wir haben auch Schaumbäder oder was zum Eincremen, was Duschgel, Gesichtsmasken, wir haben Parfums und wenn du magst, wir haben direkt auch schon eingepackte Geschenksets. Dann danke ich Ihnen vielmals, das reicht. Dann lass uns doch zur Kasse. Ja, das war doch für uns beide ein sehr erfolgreicher Tag in der Bonner Innenstadt. Wir haben beide was Tolles gefunden und wir hoffen uns, dass sich die Leute darüber freuen. Wir wünschen euch allen ein stressfreies Weihnachtsgeschenke kaufen und eine frohe Weihnacht.